Auch in der Villa braut sich was zusammen. Wer lästert hier über wen? Und ist das noch ladylike? Valeria klärt auf. Ich war in der Pool. Christina hat etwas über mich gesagt, also nichts Schlimmes, wie mein Akzent und so. Und ich war wie, ja. Und dann hat gesagt, ja, ich mag meinen Akzent nicht. Echt? Ja, aber richtig böse. Also, ich war geschockt, weil man sagt das nicht, weißt du? Ich weiß, ich habe Akzent. Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Sorry, Leute, aber es ist nicht mein Problem, dass sie ein Brokkoli isst. Dass sie ein Brokkoli isst? Ja. Es ging um Brokkoli. Ja, also wir haben jetzt einen Spitznamen für unsere Lara. Sie heißt jetzt Brokkoli, es ist jetzt halt ungelogen. Sie ist total ein Brokkoli. Und sie kann auch nicht Spanisch sprechen. Und richtig, ich bin richtig. Du dumme Kuh. Vielleicht kannst du ja später mal mit ihr reden. Nein, ich muss definitiv auf jeden Fall nicht reden. Wenn sie ein Problem mit mir hat, dann sie muss sie mir sagen, hey, weißt du was, ich habe ein Problem. Und dann ich sage, okay, für mich das ist egal, fick dich. Geil. Lara weiß nichts von ihrem coolen Spitznamen. Aber ist auch besser so. Also ich glaube, wenn sie das weiß, gibt es richtig Krieg, ja? Gibt es richtig Stress. Kippt die Stimmung in der Villa? Es ist wieder Rosenzeit und diesmal bin ich am Zug. Ob ich meine Traumfrau finde, könnt ihr auf RTL Plus erfahren. Am besten abonniert ihr auch gleich den Kanal und wenn ihr die Highlights mitverfolgen wollt, habt ihr hier die Chance.